Unser Zoobesuch ist einsame Spitze, aber wir sind noch auf der Suche nach der Blumenfrau. Die hat ja epische Pollen bei sich. So, jetzt mach ich kaputt. Achtung. Was? Hört sich an wie eine... ich weiß auch nicht. Wie eine Handgranate für uns. Dabei ist doch nur der Ballon explodiert. Oben rechts steht's. Sammle Blütenpollen bei der Blumenfrau. Da in Violett. Wir haben sie lokalisiert. Haha. Oh ja, dieser Pollen ist gut. Aber ich werde mehr als das hier brauchen. Es gibt noch andere Bienen in der Nähe. Vielleicht können Sie mir den richtigen Weg zeigen. Noch mehr, aber ist doch ein Haufen Stoff. Na gut, das hier ist das Ziel. Oder, naja, der nächste Anhaltspunkt. Wir finden raus, wie es weitergeht. Hey, kennst du hier irgendwelche seltenen Blumen? Sicher. Hast du Bock auf ein Rennen? Wenn du mich fängst, erzähle ich dir von den Blumen. Schnelle Biene Jordan. Dann fangen wir jetzt Jordan. Kein Problem, Alter. Wir sind ein Allrounder. Oh, es ging schon los. Kein 3, 2, 1, go, nein. Schnelle Biene Jordan. Warte, Moment. Ich kenne mich nicht so aus. Okay, die muss ich einsammeln, um schneller fliegen zu können. Lass mich so sagen, wird knapp. Aber wir sehen doch wieder ihren Schweif, wie auch immer. Wir nehmen auch den Windstoß mit, episch. Da sieht man auch ein bisschen was von so, das ist doch wunderbar. Jordan, ich dachte, du hast auch irgendwas zu tun. Jeder von uns hat doch so seine Päckchen zu tragen, oder? Und du hast hier Spaß und veranstaltest Rennen. Schämen solltest du dich, Jordan. Du hast zu viele Kontrollpunkte verpasst. Okay. Jetzt machen wir es besser in jeder Hinsicht. Zu viele Kontrollpunkte verpasst. Damit wäre meine Frage beantwortet, ob das zwingend notwendig ist, ne? Also bitte jeden mitnehmen, wenn es geht. Ich dachte, die hätte uns abgehängt oder so. Nee, das ist es nicht gewesen. Ja, aber die Steuerung ist wirklich doch ein bisschen eigen. Bleibt nicht aus. Ja, soll die doch das Rennen gewinnen? Wir wollen doch nur den Weg finden. Oder muss man das Rennen auch noch gewinnen? Zwingend. Ach, ich darf nur noch zwei verpassen. Okay. Da sehe ich jetzt auch unten links die Anzeige mit dem roten X. Ist aber auch nicht so einfach hier. Gerade wenn es präzise sein soll. Vor allem wohin? Das ist dieselbe Strecke nochmal. Runde 2 oder was? Bis ich sie gefangen habe, oder wie? Ach du Schande. Aber wir kommen näher. Wir kommen doch näher, oder? Komm näher. Also ich habe einen verpasst. Jetzt darf ich keinen mehr auslassen. Hab dich so gut wie. Hab dich doch.
Mann. Das war's fast. Jetzt steht's schon auf null. Nein. Alter, das ist schwer. Möchtest du dies... Gutes Rennen. Du hast mich erwischt. Oh mein Gott, geskippt. Es gibt echt epische Blumen in der Tropenzone. Danke. Viel Glück. Und hör zu. Es gibt viele schnelle Bienen im Park. Wenn du bereit für eine Herausforderung bist, werden sie mit dir gerne ein Rennen veranstalten. Oh je. Shame on me. Shame on me. Tropenzone. Ach ja. Das ist so stickig, ne? Für die Alligators. Möchte ich mir erstmal anschauen, was es hier gibt. Froschinski! Froschgesicht! Auch von der Soundkulisse sehr interessant. Dong! Aber ich sehe gar nichts. Sonst außergewöhnliches an Tieren. Okay. Ah, Papageien. Neben Hören habe ich den gerade auch gesehen. Wow, was für ein toller Ort. Und ich kann die Blumen schon riechen. Sammle 5 aus der Tropenzone. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie voll für den Tag. Dass ich das Rennen verloren habe. Aber gut. Das nächste Mal kommst du nicht so einfach davon. Erhalte Wissenspunkte, indem du Pollen sammelst, Aufgaben, Herausforderungen und Meisterleistungen erfüllst. Gib Punkte aus, um Tierstatuen, 3 Modelle und neue Häute für deine Biene freizuschalten. Okay, also die Wissenspunkte sind echt optional. Wir werden am Ende des Abenteuers dann halt mal sehen, was wir dafür bekommen können. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Hey, König Cooper. Fleißig am Fressen? Ja, die 100 Jahre alte Viecher, die sind immer sehr interessant. Darmstädter Vivarium, so heißt bei uns der Zoo. Gibt's auch welche, die sind echt uralt und die bewegen sich auch kaum. Wenn du die mal siehst, wie die sich bewegen, das ist echt ein Wunder. Ich hatte mal ein Video irgendwo hochgeladen, ne? Real Life LPM. Vom Vivarium Darmstadt. Mit den Viechern. Ja, also, ich weiß auch nicht. So gehaltvoll, wir haben ja ein bisschen was ausprobiert, Nash. Aber so gehaltvoll fand ich die jetzt nicht unbedingt. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Fand es ist ich diese an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. Nebenquests jetzt nicht. Ein paar werden wir noch ausprobieren müssen. Aber ansonsten tue ich eigentlich gut daran. Was ist mit unserem Baum passiert? Fehlen Äste. Die Menschen haben seine Äste abgeschnitten. Um besser an uns ranzukommen. Ja, ja, ich würde mich ansonsten größtenteils auf die Hauptquest, auf die Hauptstory beschränken. Im Winter ziehen sich die Bienen im engen Bündel im Bienenstock zusammen und schlagen ständig mit den Flügeln. Damit erwärmen sie eine Temperatur 18 bis 20 Grad Celsius. Echt? Im Winter? Im Bienenstock? Schlagen die alle mit den Flügeln? Macht das nicht Wind? Ist Wind nicht, So. Trophäenraum. Hier werden Tierstatuen freigeschaltet. Nähere dich dem Podium und akzeptiere den Preis. Tiere freischalten? Westliche Honigbiene. Hä? Der Hirschkäfer. Hallo? Ich darf nicht mal wissen, was das eine oder andere ist. Nein. Weil ich aber viele Wissenspunkte habe. Ach, man darf immer sogar noch ein bisschen was wissen. Schluck auf, sorry.
Habe ich jetzt ausgegeben schon, ne? Freischalten, freischalten. Aha. Ich habe die Wissenspunkte noch. Ach so, man muss die draußen erst finden, um die dann freizuschalten. Archiv überprüfen und... ...3D-Ansicht. Stubenfliegen, gemeine Wespen. Iman. Aber okay, die haben sich Mühe gegeben hier mit dem Modellieren und alles, deswegen warum nicht? Kaufe die Bienenstatue, die kostet nichts, habe ich gesehen, ne? Muss nur richtig hinfliegen. Da ist sie. Blumenfrau. Also das sind die verschiedenen Tage. Sind es die 8 Kapitel des Spiels oder was? Also da steht, ich habe meinen Kopf ein bisschen davor, deswegen lese ich vor. Pollen, Pollen, Pollen. Ich habe heute den Zoo durchsucht, um gute Blumen zu finden. Es stellte sich heraus, dass es dort eine Dame gibt, die einen Korb mit einigen der erstaunlichsten Blumen trägt, die ich je probiert habe. Nun, ich schätze, Arbeit ist wieder angesagt. Dann... Dann nehmen wir die Stubenfliege. Die ist mir wohl bekannt. Bzz, bzz. Eklig. Also von nahen will man die gar nicht betrachten, Mann. Wir hatten mal eine richtige Plage, Alter, in der Wohnung. Ich weiß nicht, wo das herkam. Es war wirklich schlimm. Es war wirklich sehr schlimm in der Wohnung. Irgendwas mit dem Katzenfutter, Katzenklo zu tun hatte, aber eigentlich hat man das, obwohl wir alles immer frisch gemacht haben, das war aber auch im Sommer, also das war mal wirklich enorm. Der Hirschkäfer, dem will ich aber auch nicht in der Nacht begegnen. Schnapp sie dir alle, gotta catch them all. Das Spiel hat so ein paar Anlehnungen, sag ich mal vorsichtig. Unsere Vorräte sind noch klein. Wir müssen vor dem Winter noch viel mehr sammeln. Mhm. Der Winter kommt. Der Winter kommt. Es ist erst Hochsommer. Oh, du musst so jung und unerfahren sein, weil du so redest. Mit dem Sommer enden auch die Blumen. Tja. Das ist halt die Lebensaufgabe, ne? Damit der ganze Kram funktioniert. Hilft alles nix. Statt rumzutrödeln, tun wir unsere Pflicht. Die durchschnittliche Flugreichweite beträgt für Bienen 3 Kilometer, wobei die Maximalreichweite 10 Kilometer oder mehr betragen kann. Flugreichweite, so mit einem Mal oder was, ohne auszuruhen. Oder der Umkreis, in dem die sich normalerweise bewegen, der Radius, der... Das Revier. Nun, ich schätze, Arbeit ist wieder angesagt. Dann... Ach, einfach 50 Pollen sammeln. Ja gut, machen wir das einfach mal ganz... ordentlich. Ist egal welche. Jetzt kommt mal mehr Wind dazu. Dann machen wir das mal ganz gechillt. Dann machen wir das mal ganz chillaxed. Ich hatte das Thema vielleicht schon ein bisschen angeschnitten. Ich selbst, Wespen kann ich nicht ab. Bienen, Hummeln, da bin ich dann immer froh zu sehen, dass keine Wespen sind. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Phobien? Ja. Wie gesagt, ich bei Spinnen oder Schlangen, gut, ich brauche die jetzt auch nicht unbedingt kuschelnd in meinem Bett, aber das ist nicht so eine Phobie. Eher ein Unbehagen. Also ich stehe ja auch nicht gerne auf dem Hochhaus ohne Sicherung. oder am Rand eines Hochhauses, don't know. Ihr wisst, wie ich meine. Der Mensch hat schon, ne? Ängste sind ja einfach aus, kommen als Schutzreflex, ne, weil man sonst hat sonst Angst, dass man nicht, also der Körper soll einfach, ist ja ganz normal, ist ja Natur, ne.
Manche entwickeln Ängste, die unberechtigt sind. Das hat dann viel mit der Psyche zu tun. Ich kannte mal eine Person... Oh, ich guck mal hier rein. Hallo Mädels. Ich kannte mal eine Person, die hatte Angst vor Spiegeln. Oder vor Glas. War das nicht zwingend ein Spiegel. Das eine schließt das andere nicht aus. Alles was Glas, ne? Glastüren und so. Das war... Verrückt. Habt ihr eine, ich sag mal, nicht alltägliche Phobie? Oder kann euch gar nichts schocken? Schreibt es in die Kommentare. Und wie sieht's mit Bienen, Wespen und sonstigen Insektzeug aus? Auf Platz 2 nach den Wespen sind für mich Stechmücken. Wobei die eher die kleinen sind, ne? Die großen, die Schnaken, die finde ich ja, doch, die sind die ekligsten. Wobei ich immer dachte, die Schnaken sind die Stechmücken. Die Schnaken machen an für sich nichts, aber ich kann die sowas von nicht leiden. So, gleich haben wir die 50 voll. Mögt ihr Honig? Das wäre auch nochmal eine gute Frage. Ich brauche Honig nicht zwingend, es sei denn, ich bin krank und kipp das in meine Milch. Meine warme Milch, das hilft dann. Manuka-Honig soll ja helfen. So, und das wäre auch schon... Mal sehen, ob jetzt irgendwas Krasses passiert. Muss nicht immer was Krasses passieren, nicht wahr? Wow, ich habe so viel Pollen. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. GG, würde ich sagen, Maya. Die Hochhäuser. Ach, guck mal hier. Cafeteria? Na, so ein Törtchen. Das gezählt. Gute Arbeit von mir. Ich habe Tonnen von Pollen gesammelt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Geht nicht mehr. Es ist an der Zeit, ihn zurück in den Bienenstock zu bringen. www. youtube.com/letsplaymarkus. Nein, alles gut. So. Ja, also, das Ding ist halt, der Baum, ich versuche mal das Problem herauszufinden. Unser Bäumchen befindet sich im Gehege von den Hirschen. Schön. Und der stört. Ist der alt? Oder warum wollen die den absägen? Wie viele Bienen müssen für ein Glas Honig arbeiten? Das will man gar nicht wissen. Na, will man. Ach, die haben zu tun. Aber es gibt ja auch jede Menge Bienen. Vergleichs, also im Verhältnis, ihr wisst. Das ist eine Menge Pollen, die ich gesammelt habe. Wow. Respekt. Gute Arbeit, ja. Aber wir brauchen noch mehr. Mehr? Wow, meine Flügel werden abfallen. Ach komm. Oh, hallo. Ernsthaft? Also einmal eine stupide Aufgabe ist ja okay, aber gleich zweimal dieselbe hintereinander, ich weiß ja nicht. Danach können wir uns allerdings nicht beschweren. Ja, danach haben wir genug getan. Und können uns interessanten Aufgaben widmen. Das sagt er jetzt noch, wir sind eine verdammte Honigbiene. So. Wie viel Pollen muss ich sammeln, bevor ich etwas Wichtigeres tun kann? Achso, grüne. Na gut, dann mache ich diesmal die Ansicht. 25 grüne, Alter. Grüne sind ja die zweithäufigsten nach den weißen, habe ich verstanden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Viele sind bestimmt kritisch wegen des Spiels. Aber es ist ja wirklich keine lange Geschichte und durch die Story und all das finde ich es mal ganz nett. Es bleibt spannend, was der Mensch mit unserem Zuhause macht. Nimmt das kein Happy End oder wie sieht's aus? Es ist einfach mal was anderes. Ja, man muss nicht immer den Mainstream bringen. Und ich finde, so eine Idee, die ein bisschen gewagter ist, kann man auch mal belohnen. Ich habe viele Sachen gesehen, was den Namen Simulator in der Name...
im Namen trägt. Wir hatten im Let's Test mal irgendeinen Landwirtschaftssimulator, also den richtigen, der jedes Jahr neu erscheint. Wir hatten, was ich auch mal gespielt oder gesehen habe von Kronk, war halt auch solche Sachen wie Feuerwehrsimulator oder Flixbus-Simulator. Oh, solche Geschichten, das war ja übel. Da bin ich wieder ganz nah beim Bienenstock. Dagegen ist das ja ein Goldstück, Freunde. Von polnischen Entwicklern. Mir ist auch nicht bekannt, dass aus Polen großartige Spiele erscheinen. Vielleicht habe ich da eine Wissenslücke, ne? Aber Warsuf. Oder wie die hießen. Vielleicht den Entwicklernamen gar nicht auf Lager. Big Ben hat's gepublished, das Spiel. Big Ben, die man auch eher kennt für Peripherie. Irgendwelche Controller und so, ne? Yay! Also gut, die wollten jetzt quasi mehr oder weniger vermitteln, du kannst 50 normale Sachen sammeln oder 25 etwas seltenere. Und je seltener die sind, desto mehr sind sie wert. I get that. Ist auf jeden Fall auch ein sehr kinderfreundliches Spiel, ne? Kann man mal dazu sagen. Kann bis zu 2500 Eier pro Tag legen. Meine Fresse. Das klingt echt nach einem Haufen Stress und Arbeit und Belastung. So viel Pollen. Oh, meine armen Flügel. Jetzt gut für heute, oder? Mach dir keine Sorgen um deine Flügel. Hol einfach mehr Pollen. Noch Alter. Mehr? Na gut. Neue Haut gegen alte. Wenn du ausgewählte Aufgaben und Missionen abschließt, kannst du dein Aussehen ändern. Du kannst auch einige neue Häute für Wissenspunkte kaufen. Der heutige Part... Oh, was ist jetzt los? Ach, ich dachte, so, weil... So. Was haben wir denn hier? Harry, oh, die Hornisse! Igitt, eine Hornisse! Wir sind dem Untergang geweiht! Richtig, kleine Biene. Du bist am Ende. Ich werde euch alle fertig machen. Euer Honig wird mir gehören. Mit Hornissen ist echt nicht zu spaßen, oder? Baby, du musst unsere Königin warnen. Ich werde ihn aufhalten, solange ich kann. Verlangsame die Hornisse, stand da. Du willst kämpfen mit mir? Voll diabolisch. Okay, das, so Viecher halten was aus. Nur Hornissen sehe ich persönlich kaum. Real Life. Selten, selten. Und die gehen nicht so aggressiv zu Werke wie unsere Freunde die Wespen. So, gleich kommt die Königin und gibt dir aufs Maul, ne? Das will ich dir nur schon mal sagen, mein Freund. Perfekt! Nimm dies! Ja, die Kämpfe sind ja simpel, mit nur zwei Tasten eigentlich. Aber nehmen wir so hin. Warum die anderen nicht helfen, ne? Warum das eine Einzelne machen muss? Aber ich rede mal nicht drüber. Hab dich fast. Haha. Sieg, Victory. Ich bin eine Biene. Du denkst, du hast mich besiegt, oder? Ich fange gerade erst an. Probieren wir es noch einmal. Oh, diese böse Stimme. Zwischensequenz. Du kannst nicht vorbei. Dumme kleine Biene. Du kannst mich nicht aufhalten.
das? Hinaus! Schwestern, greift an! Nein! Es ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder. Warum ist er so klein? Haben die das Unterleib wegge... Gut gemacht, mein Kind. Dein Mut gab uns Zeit, die Truppen zu versammeln. Eine Hornisse allein zu schlagen ist hart, aber gemeinsam können wir immer triumphieren. Moral. Und so vergingen die Tage. Und der Winter rückte immer näher. Winter's coming, Leute. Der Winter naht. Der Sommer vergeht schnell und bald werden wir keine Blumen mehr haben. Ich verbringe meine Tage damit, so viel Pollen wie möglich für den Bienenstock zu sammeln. Heute hat uns jedoch ein höchst unwillkommener Besucher gestört. Eine Hornisse. Das soll es für den heutigen Part gewesen sein. Ich klicke jetzt nochmal weiter, um zu sehen, ich will das speichern und all sowas. Aber ich sag schon mal danke fürs dabei sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Bee Simulator wird immer bunter. Und bis zum nächsten Mal. Dann machen wir genau hier weiter. Bis dann und ciao.